Hallo liebe Freunde, bitte schaut doch in die Videobeschreibung, dort findet ihr einige Links für dieses Spiel Stranded Deep. Unter anderem gibt es dort aber auch noch einen Link zur Unterstützung für mich, da könnt ihr also kleine Spenden hinterlassen. Ich würde dann dieses Geld, sobald was zusammengekommen ist, verwenden, um wieder ein kleines Preisrätsel machen zu können. Und schütte dann das Geld wieder aus, beziehungsweise ich verwende es für Hard- oder Software. Dankeschön. Hallo Freunde vom Spiel Stranded Deep. Habe die Ehre, seid gegrüßt auf meinem Kanal PvP OK. Heute geht es mit Tipps und Tricks weiter. Und ich hatte schon mal ein Video rausgebracht. Da ging es um die Orientierung, wie finde ich mich auf dieser großen Map zurecht mit den ganzen Inseln. Und jetzt schauen wir einfach mal auf die Uhr. Es ist 12 Uhr. So. 12 Uhr heißt normalerweise bei uns, wir hätten Sonnenstand Süden. Wenn ich jetzt aber dahinter schaue, und das könnt ihr ganz leicht überprüfen, indem dass ihr euch aus dem Kartographer diese Inselmap absnappt, ausdruckt, invertiert erst, weil sonst müsst ihr so viel Schwarz verschwenden, und dann das Bild ausdrucken, und dann seht ihr ja, dass der Nordpfeil geht diagonal durch die Map. Das heißt also von unten links nach oben rechts. Rechts oben ist dann Norden, unten links ist Süden. Ja. Wenn das jetzt hier Süden wäre, warum ist dann diese Insel Norden? Und diese Insel ist Nordosten. Blöd, ne? Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass die Programmierer haben diese Inselwelt unterhalb, also südlich des Äquators, etabliert. Das heißt folglich für uns, wenn wir mittags zur Sonne gucken, dann steht sie nördlich von uns. Ja, das müsst ihr berücksichtigen bei dem Spiel und nicht einfach wie bei uns hier in Europa sagen, mittags ist Süden und da wo die Sonne ist, ist Süden. Wenn ihr das hier in dem Spiel anwendet, dann seid ihr aber komplett verratzt, weil ihr kommt dann nie mehr nach Hause. Und ja, da ist ein Schwertfisch, aber den werden wir auch noch killen. So, also machen wir weiter. Also da ist also Norden. Und auf der... Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Und wenn ich dann jetzt hier über diesen großen Baum schaue, dann ist in diese Richtung, ist dann Süden. So, das heißt aber, da ist keine Sonne, ne? Gut. Jetzt haben wir das geklärt, jetzt wissen wir Bescheid. Also definitiv ist dort Norden, hundertprozentiger Sicherheit. Und damit ihr da nicht durcheinander kommt, könntet, ihr müsst es nicht, aber ihr könntet Folgendes machen. Ihr schmeißt euch jetzt erst einmal hier ein paar Palmenblätter hin, weil ihr braucht ja sowieso immer wieder Holz. Das heißt, Palmenwedel bleiben euch übrig. So, dann hätten wir eigentlich hier, wenn wir diesen Palmwedel ausrichten, hätten wir eigentlich hier die genaue Richtung nach Norden. Ne? So, komm du blöder Wedel, mach doch das, was ich sage. So, das wäre jetzt eigentlich Norden. Ne? Damit man das also sich merken kann oder auch weiß, könnte man ja den Buchstaben N, könnte man ja machen, ne? So, und dann hätten wir noch einen nach oben, wenn das halt alles so schön liegen bleiben würde, wie sich das gehört, dann hätten wir hier ein N für Norden. Dann merkt ihr euch, wie die Insel ausgeschaut hat, lauft zu euer Boot. Und dann fahrt er darüber. Also, die Insel hat hier einen Haufen schlanke Bäume, in der Mitte etwas niedrigere, rechts außen wieder
hohe. Ja, und dann gehen wir zu unserem Bötchen. Ob ihr das jetzt auf der ganzen Insel so macht, auf allen vier Himmelsrichtungen, das bleibt euch überlassen. Wenn ihr zwei Himmelsrichtungen macht, dann langt euch das rein theoretisch. Denn die Inseln sind in der Wirklichkeit nicht so groß wie diese Insel, die ich hier verwende. Und jetzt fahren wir halt einfach mal, ups, muss ich mal schauen, habe ich noch welche? Ja, ich habe noch welche. Gut, dann fahren wir nämlich jetzt mal rüber. Ich will hier vorbei. Ich komme auch vorbei. Ich bin ja gut im Eiparken. So, wir haben uns ja gemerkt, wie die Insel ausschaut. So, und dann fahren wir halt schnurstracks. Ich wende jetzt erst einmal. Und dann fahren wir mal schnurstracks hier rüber. Ja, das ist natürlich mit dem Sonnenstand, ist das natürlich ein Manko. Das ist halt blöd gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich schätze mal, das Spiel haben sie für welche gemacht, die südlich vom Äquator leben. Betrifft natürlich diesen Tipp hier oder diese Tricks nur Spieler, die noch keinen Kompass gefunden haben. So, und wenn wir jetzt hier im Norden angekommen sind, dann ist auf jeden Fall schon mal dieser Strand hier, wo wir anlanden, als Süden zu bezeichnen. Wir sind ja eigentlich jetzt hier straight ahead dahin gefahren. Ui, schwupp, schwupp, und schon sind wir da. So, dann machen wir das Motörchen aus. So, jetzt gibt es natürlich wieder Möglichkeiten. Ihr könnt Palmenwedel von diesen Palmen verwenden, wenn ihr sie geschlagen habt, ne? Ihr könnt aber auch eine ganze Palme nehmen und legt die mit dem Palmenwedel in diese Richtung. Also, wir hacken einfach mal eine Palme um, weil ich brauche sowieso Holz. Dann können wir das ja mal demonstrieren. Das dauert nicht lang, dann fällt das Ding um. Bum, bum. So, naja, dann haben wir sie doch kaputt gemacht. So, jetzt nehmen wir halt diese Palme und sagen, du musst nach Süden gucken. So. Dann hätten wir eigentlich so, Palmenwedel guckt nach Süden. So, und dasselbe können wir jetzt machen, wenn wir jetzt hier rüberlaufen. Auf die andere Seite der Insel. Und wir schauen von hier. Jetzt muss ich mal schnell einen kleinen Cut machen. Entschuldigung. So, Entschuldigung, ich musste einen Cut machen. So, wenn wir jetzt hier geradeaus über die Insel drüber gelaufen sind, dann sehen wir hier hinten im Dunst die nächste Insel. Das wäre jetzt wieder Norden. Hier könnte man also wieder eine Palme hinlegen, genau ausgerichtet auf diese Insel. Und dann hättet ihr zwei Himmelsrichtungen. Und ich meine, den 90 Grad Winkel, den könnt ihr euch dann selber generieren auf der Insel. Also dürfte es kein Problem sein, sich dann von einer Insel zur anderen fortzubewegen. Und es empfiehlt sich halt am Anfang vielleicht immer von der Hauptbase loszufahren, um dann seine Markierungen an der nächsten Insel zu setzen. Oder ihr macht es so, wie ich es euch schon mal in einem Video beschrieben habe. Wie gesagt, druckt euch
aus dem Kartographer diese Map aus, tut sie invertieren, dann braucht ihr nicht so viel schwarze Tinte. Dann markiert euch auf diesem Blatt Papier die Striche dementsprechend, die Himmelsrichtungen, diagonal, waagrecht, senkrecht etc. Das ist auch schon einmal ein kleiner Anhaltspunkt, dass ihr euch nicht so sehr verfransen könnt. Und die Sonne geht also hier im Spiel unter, und zwar Nord-Nordwest. Ja, das könnt ihr euch also mal notieren. Nord-Nordwest geht die Sonne unter. Das stimmt und würde ja rein theoretisch auch für unseren Breitengrad gelten im Sommer. Und die Sonne geht wirklich im Spiel hier im Osten auf. Also wenn ihr dann nicht hundertprozentig wisst, welche Himmelsrichtung muss ich denn jetzt wieder oder wo ist denn jetzt Nord und Süd und was der Geier nicht alles, dann müsst ihr halt dementsprechend leider warten, bis die Sonne aufgeht, und da wo sie aufgeht, ist dann definitiv Osten. Kann natürlich um was weiß ich wie viel leichte Grad ein wenig verschoben sein, aber das spielt eigentlich da keine Rolle, denn da wo die Sonne aufgeht und wo da eine Insel ist, das müsste halt dann Osten sein, ne? So, das wollte ich euch nur mal noch als kleinen Tipp hier bekannt geben. Und dann wechsle ich schnell mal in den Kartographer. Muss ich bloß mal schauen, habe ich auf dieser Insel eigentlich schon ein Shelter gebaut, damit ich abspeichern kann. Drum, drum, drum. Jawohl, wir haben da ein Shelter. Weil wenn ich in den Kartographen reingehe, dann muss ich erst einmal speichern. Schlafen wollen wir noch nicht, wir speichern. Und dann gehen wir mal auf Quiet, sagen ja. So, dann sind wir jetzt hier in dem Kartographer. Da werden wir auch nochmal einen kurzen Cut machen, bis das alles da ist. So, sind wir jetzt nach dem Cut wieder da. Also ihr seht, diese Insel oder dieses Quadrat, was rötlich gehalten ist, das ist immer euer Standort. Die Karte zeigt euch also immer euren effektiven Standort an, wo ihr momentan seid. Ihr seht ja hier den Nordpfeil. Ich habe mir das jetzt hier ausgedruckt, also abgesnappt, ausgedruckt. Ich habe mir hier die Richtungen eingetragen, in der Diagonalen, in der Senkrechten und in der Waagrechten. Das heißt, ich habe mir dann auch die Himmelsrichtungen dazu geschrieben. Gibt es also kein Problem. So, und wir sind definitiv hier auf dieser Insel, und das bedeutet, wir sind von unserer Insel aus nach Norden gefahren, und es hat gepasst, ne? Gut. So, das hättet ihr jetzt gesehen mit dem Kartographer, und mehr muss ich jetzt eigentlich nicht mehr dazu sagen, wie ihr euch das schlussendlich auf eurer Insel als Markierungen macht, bleibt ihr euch überlassen. Es soll ja nur ein kleiner Hinweis oder ein kleiner Tipp sein für die Anfänger, die noch nicht so richtig wissen, wie mache ich denn jetzt was und wie finde ich mich zurecht. Und wem es gefallen hat, der kann ein Like da lassen, der kann abonnieren, der kann einen Kommentar hinterlassen, und dann sage ich Dankeschön, dass ihr wieder mal alle eingeschaltet habt, dass ihr alle zugeschaut habt. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Da gibt es ein paar Links, da kann man reingucken. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Nee, andersrum gesagt, Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, euer PVBOK. Servus.